besiegt. Damals sagte ich mir, diesem einen kann ich König nennen. Ja. Und der bleiche Ork, was ist aus ihm geworden? Dieser Abschaum ist vor langem an seinen Wunden verreckt. Ja, schön wär's, ne? Sigar Dorbir. Yes. Trost Gordil Kimani. So, das nächste Level wäre abgeschlossen, liebe Freunde. Marzok der Schänder. Yay! Garantiert verfügbar. 61%, na? Dann haben wir noch was zu tun. Ein Minikit. Null Minikits meine ich. Miete. Geschichte fortsetzen. Die Gemeinschaft baute ihr Lager ab und wanderte weiter. Als sie zur letzten Brücke zum Tal der Trollhöhen aufbrachen, spukten die Geschehnisse der Nacht noch in Bilbos Kopf herum. So, ich will es jetzt immer noch mal hier erklären. Wir spielen ja jetzt 13 Zwerge, aber nicht diese 13 gleichzeitig, sag ich mal. Das heißt, immer wenn wir einen Zwerg zum Beispiel wechseln wollen, müssen wir hier zu weiteren Charakteren. Da werden hier 13 Zwerge angezeigt. Hofur, Dori, Nori. Jeder hat die Eigenschaft, kann Kumpel sein. Gloin, Bombur, Balin. Boah. Wir haben jetzt Thorin, Dvalin und Fili. Und dann halte Y gedrückt. Ja, das wissen wir bereits. Ich glaube, hier war irgendwas. Ja, ein bisschen Gold. Wir brauchen dazu Kili. Oh. Ja. Ah ja. Und wir brauchen einen Elb. Ach so, ich verstehe. Ah, das heißt, jetzt müssen wir so, so, so. Versinken drei Steine, sie zeigen sich drei mehr, erklimm sie und zeigt sich sogleich dein Begehr. Okay. Ach so. Das heißt, diesen müssen wir jetzt... Nein, so.
hätten wir geschafft, Freunde. Jetzt. Ah, so genau. Tor! 45.000. Ja, haben wir den nicht schon? Egal, ich mach's trotzdem. Ach so, nein, haben wir gar nicht. Geht's hier wieder raus. Liebe Freunde, Troa lebt! Troa lebt! Hurra! Troa is alive! Ja! Warte. Hast du gehört? Troa lebt! So, dann beenden wir mal an dieser Stelle. Ne, Dwalin?